Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch gerne die neuen Fahrzeuge vorstellen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen mit ins Spiel bekommen werden. Ich denke mal, jeden Dienstag werden wir ein bis zwei neue Fahrzeuge mit ins Spiel bekommen. Und wenn ich richtig gezählt habe, werden wir 10 neue Fahrzeuge bekommen. Und ich glaube nicht, dass Rockstar Games das Ganze 10 Wochen durchzieht. Deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass wir jeden Dienstag ein bis zwei neue Fahrzeuge mit ins Spiel bekommen werden. Vielleicht auch mal drei Fahrzeuge. Und genau diese Fahrzeuge bzw. Flugzeuge möchte ich euch in diesem Video ganz kurz zeigen, was uns ungefähr erwarten wird. Am Dienstag wird wahrscheinlich schon das erste Fahrzeug oder die ersten Fahrzeuge mit ins Spiel kommen, und damit ihr ungefähr schon mal Bescheid wisst, was es denn für Fahrzeuge sind und was die ungefähr können. Und wenn euch solche Videos natürlich gefallen, dann könnt ihr mir auch gerne ein Like für dieses Video da lassen, und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mir auch gerne ein Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Fangen wir jetzt aber erstmal mit dem ersten Fahrzeug an. Und das erste, was ich euch vorstellen möchte, ist der übertriebene, overpowerte Kampfhelikopter, den wir aus älteren GTA-Teilen auch schon kennen, und zwar der FH-1 Hunter. Und dieser Hunter soll ungefähr 3,1 Millionen Dollar kosten und hat eine Modifikation, die sonst noch kein anderes Fahrzeug in GTA 5 hat, und zwar das Raketensperrfeuer. Und das ist wirklich so overpowered, dass du wirklich jeden damit treffen kannst, weil ich glaube, vorbeischießen oder jemanden nicht zu treffen ist mit dem Helikopter fast nicht mehr möglich. Er hat ganz normale Raketen und hat auch Raketensperrfeuer, was das Teil auf jeden Fall absolut richtig heftig macht. Und für 3,1 Millionen Dollar würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Helikopter vorab schon mal zu kaufen. Das zweite Fahrzeug, das ich euch gerne vorstellen möchte, ist der RM-10 Bambushka. Das ist so ein russischer Bomber, wirklich aus den, keine Ahnung, 50er oder 60er Jahren. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus, aber ich muss euch wirklich sagen, abgesehen von der Starthilfe, wo dieses Flugzeug hat, kommt es wahrscheinlich gar nicht in die Gänge. Und im Gameplay sieht man nochmal ganz deutlich die Starthilfe, allerdings dann im GTA Online-Modus quasi, könnt ihr das nur einmal beim Start verwenden und nicht in der Luft. Also das kennen wir bereits von der Tula ja auch schon. Und dieser Bomber kann man für 4,45 Millionen Dollar angeblich kaufen. Und er ist wirklich extrem langsam, und ich würde jetzt einfach mal euch empfehlen, diesen Bomber nicht zu kaufen. Und dann das dritte Fahrzeug, das ich euch vorstellen möchte, das kann man für 2,35 Millionen Dollar kaufen, und das ist die Mogul. Und es ist halt auch wieder so ein älterer Jet, der halt auch ein MG dran hat, auch standardmäßig die ganz normale Bewaffnung, was halt viele andere Flugzeuge halt auch haben. Und wir kennen ja dieses Flugzeug aus der ersten Smugglers Run Mission. Und diesen Western Seabreeze, den kann man angeblich für 850.000 Dollar kaufen. Die Besonderheit an diesem Flugzeug ist, dass der Propeller nicht vorne am Cockpit ist, sondern hinten auf dem Rückflügel drauf. Und dieses Flugzeug, das ist extrem schnell und extrem wendig, so kommt es mir zumindest mal vor. Getestet habe ich es jetzt allerdings noch nicht gegen die anderen Flugzeuge. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Teil, und es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Die ersten Testflüge, die waren atemberaubend mit dem Flugzeug. Und das Geile an diesem Flugzeug ist auch noch, es hat ein kleines MG dran. Nichts wirklich Besonderes, es kann halt ein bisschen schießen. Und die Besonderheit an diesem Flugzeug ist, so wie das Ganze ausschaut, kann dieses Flugzeug auch auf Wasser landen, was es auf jeden Fall richtig geil macht. Und für 850.000 Dollar finde ich es noch relativ günstig, weil dieses Flugzeug ist so ein richtiger Spaßflieger. Das nächste Flugzeug, das ich euch vorstellen möchte, ist der Buckingham Pyro. Dieses Flugzeug ist wirklich extrem wendig, also wirklich richtig heftig für die Größe von dem Flugzeug und für die Schnelligkeit. Ich glaube, es wird eines der schnellsten Flugzeuge sein, die wir dann im Spiel haben werden. Allerdings, wie gesagt, ich habe das Ganze noch nicht getestet auf Geschwindigkeit im Vergleich zu anderen. Hat natürlich auch Maschinengewehre und die Raketen, ganz normal die Lenkraketen und die normalen ungelenkten Raketen. Und dieses Flugzeug kann man für ungefähr 3,4 Millionen Dollar kaufen. Ist natürlich ein Haufen, aber dieses Flugzeug sieht erstens richtig geil aus, und ich glaube, die Performance von dem Flugzeug ist wirklich richtig brutal. Kommen wir nun zur P-45 Nokota, und dieses Flugzeug hat Rockstar Games wahrscheinlich entweder von Pearl Harbor sich ein bisschen abgeschaut oder vom Vietnamkrieg, weil dieses Flugzeug sieht sehr asiatisch aus, also so die asiatischen Kamikaze-Bomber oder Kamikaze-Flieger hatten auch solche Flugzeuge. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus, wie ich finde. Hat natürlich auch die Standardbewaffnung mit Raketen und Maschinengewehr und sowas in Art. Kann man sich wahrscheinlich alles erst dazu kaufen. Und für dieses Flugzeug zahlt man ungefähr 2 Millionen Dollar. Und es ist ja vom ersten Gefühl her einfach so ein Standardflugzeug, wo jetzt nicht besonders schnell ist, aber auch nicht besonders langsam. Und schwimmen kann dieses Flugzeug nicht. Sieht aber auf jeden Fall optisch richtig geil aus. Und kennen wir natürlich auch aus dem Trailer. Nun zu dem Flugzeug, wo ich mich fast schon am meisten freue, und zwar das ist die Howard NX-25.
Und zwar, sie kann, glaube ich, meines Wissens nichts außer fliegen, also hat keine Bewaffnung oder sowas dran, hat auch nichts Besonderes, wo man modifizieren kann. Ich denke mal, so die Standardsachen wie Gegenmaßnahmen oder sowas in der Art. Aber dieses Flugzeug, das ist richtig geil zum Fliegen. Es kommt mir wirklich extrem schnell vor und heftig wendig. Und dieses Flugzeug lässt sich so geil fliegen. Also ich saß wirklich noch nie in einem Flugzeug drin in GTA, wo sich so geil fliegen lässt wie diese Howard. Also die werde ich mir auf jeden Fall kaufen und für fast 1 Million Dollar ist es auf jeden Fall seinen Preis wert, wie ich denke. Kommen wir nun zum ersten Fahrzeug, das ich euch vorstellen möchte, und das ist der Vigilante oder Vigilant oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf Spanisch sagt man Vigilante. Also ich weiß es nicht, es hört sich ein bisschen Spanisch und Italienisch an, deswegen seid mir nicht böse, wenn ich es nicht richtig aussprechen kann. Nennen wir es einfach mal Batmobil. Und dieses Batmobil ist wirklich so übertrieben heftig. Also nicht nur von Optik, es kann sogar mit MG schießen, es kann mit Raketen schießen. Und es ist wirklich so overpowered. Und den Boost, wo es dann auch noch hat, kommt es auf eine Spitzengeschwindigkeit von ungefähr 240 km/h. Und es ist wirklich übertrieben heftig. Und ich habe noch andere Fahrzeuge im Vergleich gemacht, damit ihr ungefähr wisst, wie schnell dieses Fahrzeug denn wirklich ist. Es kommt in die Kategorie Supersportwagen, aber ich denke mal, für Rennen wird dieses Fahrzeug nicht verfügbar sein, weil es einfach mit dem Boost dann einfach overpowered wäre. Also dieses Fahrzeug ist wirklich richtig heftig und kostet fast 4 Millionen, also 375.000 Dollar. Kann man damit rechnen, und ich habe das Fahrzeug jetzt einfach mal gegen den Rocket Voltic antreten lassen, und von der normalen Geschwindigkeit, also ohne Boost, kommt der Rocket Voltic ja ungefähr auf 180 km/h, und mit Boost kommt nicht mal ansatzweise an die 240 km/h hin. Also der Rocket Voltic ist wesentlich langsamer als der Vigilante oder das Batmobil, und deswegen macht dieses Fahrzeug wirklich übertrieben heftig schnell. Also wenn man drin sitzt und ein bisschen rumfährt, dann kommt es einem gar nicht so schnell vor. Aber wenn man mal den Speedometer dran hat, dann sieht man wirklich, wie schnell dieses Fahrzeug wirklich ist. Weil wenn man selber fährt, kommt es einem relativ langsam und schwerfällig vor. Aber der Speedometer rechts unten, der beweist auf jeden Fall, wie schnell dieses Fahrzeug ist. Und damit ihr ungefähr einen Vergleich habt, habe ich es auch noch den Wagen antreten lassen. Damit ihr ungefähr wisst, wie schnell das Batmobil ist. Deswegen habe ich jetzt einfach mal als Vergleich auch noch den neuen Wagen genommen als Vergleich. Und der Wagen schafft es problemlos, die 200 km/h zu knacken. Ist dadurch ein bisschen schneller als der Vigilante. Aber mit Boost hat auch der Wagen überhaupt gar keine Chance, weil 240 km/h knackt sogar nicht mal der Wagner. Und weil mir der Vigilante so schwerfällig vorkam, dachte ich mir einfach mal, ob der überhaupt abheben kann. Weil mit dem Rocket Voltic, wenn man da vor irgendeiner Rampe steht, ein bisschen Boost aktiviert, dann katapultiert es einen ja wirklich in die Lüfte. Man kann wirklich extrem viel Spaß haben mit dem Rocket Voltic. Und das Ganze wollte ich jetzt auch noch mit dem Vigilante testen, ob der Raketenantrieb überhaupt genug Power hat, um dieses schwerfällige Fahrzeug in die Luft zu heben. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Vergleich der Rocket Voltic, wenn ich jetzt hier vor so einem, ja, vor so einem Berg oder vor einer Rampe oder sowas stehe und einfach mal den Boost aktiviere, jeder kennt es natürlich von euch, dann hebt der Rocket Voltic natürlich ab und man kann ein bisschen durch die Luft fliegen, was auf jeden Fall richtig geil ist und was natürlich auch das Auto ausmacht und warum es halt auch so Spaß macht und warum es auch eines meiner Lieblingsautos im Spiel ist. Das Ganze auch noch mit dem Batmobil, und zwar ich stelle mich da an die gleiche Stelle hin, gebe auch mal Gas und den Boost, und auch dieses Batmobil fliegt auf jeden Fall richtig lang und richtig weit. Ich denke mal, vergleichbar mit dem Rocket Voltic, ich glaube nicht, dass es dort einen Unterschied gibt. Das heißt, obwohl es so ein schwerfälliges Fahrzeug ist, ist es überhaupt gar kein Problem, mit dem abzuheben, was auf jeden Fall richtig geil ist. Dann kommen wir zum zweiten Auto, das ich euch vorstellen möchte, und das ist in der Kategorie Supersportwagen zu finden. Und dieses Fahrzeug sieht auf jeden Fall richtig heftig aus. Also optisch gesehen muss ich sagen, es ist eines meiner Lieblingsfahrzeuge jetzt schon, weil es übertrieben heftig aussieht. Also es gefällt mir übertrieben gut, muss ich sagen. Und für 1,9 Millionen Dollar kann man wirklich erwarten, dass ein heftiges Auto dabei rauskommt. Allerdings was die Performance angeht, also die Beschleunigung ist richtig gut. Aber die Endgeschwindigkeit ist schon extrem langsam. Also ich würde sogar behaupten, dass von der Geschwindigkeit her dieses Fahrzeug eher ein Sportwagen als Supersportwagen ist, weil es ist nicht wirklich schnell. Beschleunigung gut, Optik hammergut, aber die Endgeschwindigkeit ist auf jeden Fall im unteren Drittel von den ganzen Supersportwagen, also nicht wirklich schnell. Aber man muss an dieser Stelle sagen, dass dieser Coil Cyclone einen Elektromotor hat und keinen Verbrennungsmotor, so wie die meisten Sportwagen halt. Und ich denke auch, von den Elektroautos wird es, glaube ich, das schnellste Fahrzeug sein. Kommen wir jetzt mal zu den Baba-Autos unter den Sport Classic-Fahrzeuge, und das ist auch eines der neuen Fahrzeuge, die wir mit ins Spiel bekommen werden, und zwar der Rapid GT Classic. Und der sieht genauso wie der Cyclone übertrieben heftig bosshaft aus, und man kann wirklich einige Sachen an diesem Fahrzeug modifizieren. Sieht richtig heftig aus, und für ein Sport Classic Fahrzeug kommt es sogar fast an die 200 km/h hin, also 190 überhaupt gar kein Problem, sogar schneller als der Cyclone, und ist auf jeden Fall richtig heftig für ein Sport Classic Fahrzeug.
Und ich vermute jetzt einfach mal, ohne dass ich es jetzt großartig im Rennen getestet habe, dass dieses Fahrzeug auf jeden Fall das schnellste Sport-Classic-Fahrzeug ist, das wir im Spiel haben. Und es sieht einfach richtig geil aus. Optisch gesehen sieht es ein bisschen aus wie der Drift Tampa, den ich natürlich auch richtig geil finde. Optisch vom Drift Tampa muss ich sagen, gefällt mir also die Performance nicht, ist mir zu langsam, driftet viel zu wenig für so ein Fahrzeug. Aber ich glaube, der Rapid GT, der erfüllt, glaube ich, jeden Wunsch, was man sich irgendwie vorstellen kann für ein Auto. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Es tut mir natürlich leid, dass ich nicht näher auf die ganzen Fahrzeuge eingegangen bin. Ich wollte dieses Video nicht in Überlänge raushauen. Und bei 10 Fahrzeugen, wenn man überlegt, so ein Test dauert auf jeden Fall 2-3 Minuten, dann wäre das ein 30-Minuten-Video gewesen. Deswegen habe ich es wirklich nur ganz, ganz kurz und knapp gemacht. Seid mir deswegen nicht böse. Ich werde natürlich ausführliche Videos darüber machen, sobald die Fahrzeuge veröffentlicht werden, und werde auch die ganzen Fahrzeuge testen, damit ihr auf jeden Fall wisst, ob sich das lohnt, diese Fahrzeuge sich zu kaufen. Deswegen wollte ich euch nur ganz kurz einen kleinen Überblick davon verschaffen, was denn für Fahrzeuge kommen werden und ungefähr die Preise. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.